Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie man verschiedene Skins für die verschiedenen Dinosaurier freischaltet und wie das Ganze mit Quests funktioniert, weil diese beiden Themen hängen eigentlich sehr dicht beisammen, weil man mit diesen Quests sozusagen Ingame-Währung verdient oder solche Coins verdient, Punkte, und mit diesen Punkten kann man sich wiederum Skins freischalten. Deswegen passt das, glaube ich, sehr gut in ein gemeinsames Video und gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen auf die Skins ein. Jeder Dinosaurier, im Hintergrund seht ihr übrigens den Allosaurus, einer meiner Favoriten. Ich freue mich schon sehr, wenn wir den spielen können. Auf jeden Fall hat jeder Dinosaurier viele verschiedene Skins, unter anderem den Standard-Skin. Den hat jeder freigeschaltet, bei dem kann man auch noch viele Sachen variieren, zum Beispiel einige Farbanpassungen hier vornehmen. Den kann man dann wirklich individuell gestalten, wie man es gerne möchte. Dann kann man hier auch noch das Muster ändern und natürlich auch noch die Unterart. Die ändert ja dann nochmal das komplette... Ja, die komplette Körperform und die Merkmale so ein bisschen. Darum geht es aber jetzt gar nicht. Es geht eher darum, um diese Skins, wo ihr schon seht, die sind, oder viele davon sind noch nicht freigeschaltet. Und natürlich um die Farben, weil da ist es auch so, dass viele noch nicht freigeschaltet sind. Wenn ich zum Beispiel auf diesen Skin gehe, der ist nämlich jetzt noch komplett gesperrt, dann sind hier auch alle Farben gesperrt. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man das freischalten kann, später dann in-game, weil in der Demo kann man das Ganze auch schon ausprobieren. Natürlich nicht mit dem Allo, weil den kann man leider noch nicht spielen. Aber ist ja auch egal. Also, der erste Weg, Skins freizuschalten, ist natürlich über Quests in-game. Das heißt, man erledigt eine Aufgabe, bekommt dafür eine Belohnung. Also in dem Sinne, oder in dem Fall sind es dann solche Coins. Und mit diesen Coins kann man dann diese Skins freischalten. Das ist so der Hauptweg, um dann später an diese ganzen Skins zu kommen und an diese, oder diese freizuschalten. Es gibt allerdings auch andere Wege, wie zum Beispiel, ich habe diesen Skin hier noch freigeschaltet, den Bäcker-Skin. Den bekommt man, wenn man das Spiel damals gekauft hat oder wenn man es sich kauft und ein bisschen mehr bezahlt, dann bekommt man den sozusagen, weil man ein Unterstützer ist oder in dem Fall ein Bäcker. Und ja, als Dankeschön bekommt man dann sozusagen diesen Skin. Es gibt zum Beispiel auch noch eine andere Methode, einen weiteren Allosaurus-Skin zu bekommen. Ich glaube, den gibt es hier noch gar nicht. Nee, ich glaube, der ist hier noch nicht freigeschaltet. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einen Bug reportet, wie das Ganze funktioniert, unten in der Videobeschreibung ist dazu ein Video. Ist leider auf Englisch, aber ist direkt von Path of Titans. Aber da könnt ihr dann gucken, wie man diesen, wie heißt der denn? Error Report Allosaurus Skin oder so freischaltet. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt erstmal auf den Hauptweg ein, wie man nämlich so einen Skin hier zum Beispiel freischaltet, den Masked Skin. Das macht man, indem man in-game geht und dort dann verschiedene Aufgaben annimmt, diese erfüllt und erledigt und dann eine Belohnung dafür bekommt. Wir sind jetzt hier gerade als Albino Suchomimus unterwegs. Finde ich auch mega cool. Den Skin habe ich auch schon freigeschaltet, soweit. Wenn ihr euch die Quests angucken wollt, dann müsst ihr einmal... Oh, ich bin sogar schon mega low life, sehe ich gerade. Anscheinend schon gekämpft. Auf jeden Fall könnt ihr Tab drücken. Dann kommt hier links ein Feld geht auf, wo dann Soziales, Quests und Charakter steht. Wir gehen auf Quests, weil das ist ja das, was uns gerade interessiert. Und dann seht ihr hier oben schon das, was ihr an Punkten insgesamt habt. Und hier unten seht ihr dann Aufgaben, die ihr annehmen könnt. Nämlich hier ist... Forage for Nuts and Mushrooms. Hier müssen wir dann ganz viele Dinge sammeln, zum Beispiel Acorns, Litchis, Mushrooms oder Tiger Nuts. Und als Belohnung würden wir 300 Punkte verdienen. Hier kann man dann auch noch Verfolgen anklicken. Das funktioniert allerdings in der Demo noch nicht. Ich denke mal, dass wir dann später sowas wie einen Wegpunkt oder sowas markieren, wo du dann hin musst, wenn du zum Beispiel zu einem bestimmten Ort musst. Jetzt bei einer Sammelaufgabe macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Oh, wer jetzt kämpfen hier oder was? Den machen wir jetzt platt fürs Video. Mit Low Life. Gott, es laggt. Oh, wir haben ihn. Dafür könnt ihr doch mal ein Like da lassen. So, mitten im Erklärvideo. Das Verfolgen kann man dann wahrscheinlich anklicken, um dann später irgendwie eine Wegmarkierung zu bekommen. Wir können ja jetzt mal ein paar Quests durchgehen. Man kann die nämlich auch skippen, indem man hier oben auf Aktualisieren geht. Dann steht hier, are you sure, dass du die Quest resetten willst? Man wird Punkte verlieren. Also man verliert dann immer 10 Punkte, wenn man eine neue Quest annimmt. Da wir 0 haben, ist es ganz egal, weil wir nichts verlieren können. So, jetzt haben wir zum Beispiel eine Mission. Finde den Ort Grasland. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Sache, wo man dann auf Verfolgen klicken kann, wenn das Spiel dann später fertig ist. Und dann wird man direkt zu diesem Grasland hingeführt. Kann natürlich sein, dass es nicht so ist, aber... Jetzt wäre die Aufgabe, dahin zu gehen und diesen Ort zu entdecken. Und dann würden wir 50 Münzen verdienen. Das können wir mal probieren. Ich bin jetzt auf dem Weg
und habe mich jetzt doch nochmal dazu entschlossen, andere Missionen anzunehmen. Denn ich nehme jetzt erstmal so eine Sammelmission an. Sammle 25 Mushrooms. Wir haben ja auch gerade praktischerweise ein paar Mushrooms vor uns. Und die können wir jetzt mit E, wenn die so weiß markiert sind, aufheben. Und dann seht ihr schon direkt. Hä? Macht das jetzt? Jetzt. Gather Mushrooms 1 von 25. Davon müssen wir jetzt 25 Stück sammeln. Und dann kriegen wir die ersten 50 Coins als Belohnung. So, zwei Stück noch. Hier haben wir den ersten. Na, heb ihn auf. Manchmal ein bisschen schwierig. 24 von 25. Und ich glaube, hier war noch einer. Ja, perfekt. Und dann können wir schon unsere erste Mission abgeben. Und jetzt haben wir 50 von diesen Coins verdient. Oder Dino-Tokens. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, wenn ich ehrlich bin. Ist ja auch egal. Wir können jetzt auf jeden Fall hier nochmal reingehen. Und jetzt seht ihr, wir haben hier oben jetzt 50 Münzen verdient. Damit können wir jetzt rein theoretisch schon unseren ersten Skin kaufen, indem wir einmal kurz die Lobby verlassen, hier auf Ausloggen. Und dort kann man dann zum Beispiel hier in Bearbeiten gehen, wenn man in seinem Suchomimus ist. Man könnte jetzt auch einen neuen Charakter stellen. Aber wir machen das Ganze jetzt mal hier. Und hier seht ihr jetzt, jetzt haben wir 50 von diesen Marken. Und mit diesen Marken können wir hier verschiedene Sachen freischalten. Skins können wir uns sogar schon leisten, wie ihr seht. Die kosten nämlich hier genau 50. Wenn wir uns mal einen schönen raussuchen, den wir gerne spielen möchten. Oh ja, der sieht doch cool aus. So, den können wir jetzt hier anlocken. Bist du dir sicher, dass du die Marken ausgeben willst, um diesen Skin freizuschalten? Ja. Und damit haben wir jetzt schon unseren ersten Skin gekauft. Den kann man dann auch noch hier aufwerten. Ich glaube, dann bekommt man hier diese weiteren Farbkombinationen freigeschaltet. Genau. Das haben die sogar geändert. Beim letzten Mal, als ich das gespielt habe, musste man noch jede Farbe einzeln kaufen für 100. Jetzt kann man anscheinend hier aufwerten und dann kriegt man wahrscheinlich immer ein weiteres Muster jeweils freigeschaltet. Können wir mal ausprobieren. Wir können mal eben versuchen, 100 Punkte zu verdienen und dann das Ganze aufzuwerten. So sieht jetzt übrigens unser neuer Skin aus, den wir gerade uns verdient haben. Ich denke mal, dass sich das später aber mit den Quests auch noch ein bisschen ändern wird. Dass es irgendwie alles teurer wird und dass die Quests vielleicht schwerer sind oder sowas. Könnte ich mir alles vorstellen, weil momentan gibt es, glaube ich, nur drei verschiedene Arten von Quests. Unter anderem haben wir einmal töte einen bestimmten Dinosaurier, zum Beispiel jetzt hier einen Struthiomimus. Dann haben wir, vielleicht haben wir jetzt ja gleich Glück, genau. Dann haben wir Sammelmissionen und natürlich diese, genau, finde Ort Hudo Hills. Ich glaube, mehr verschiedene Missionen gibt es momentan nicht. Nee, ich glaube, das sind so die drei verschiedenen, die es gibt. Natürlich mit verschiedenen Orten, verschiedenen Sachen, die man sammelt oder verschiedenen Dinos, die man töten muss. Genau, und ja, je nachdem bekommt man dann halt eine Belohnung. Zum Töten oder fürs Töten bekommt man logischerweise mehr, weil das schwieriger ist, als Pilze zu sammeln. Oh, ich höre ihn. Da oben ist er. Das ist sehr gut. Vielleicht kann ich euch das dann sogar mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich schreie auch mal. Vielleicht schreit er dann auch nochmal. Hm. Bist du da unten? Ja, da ist er. Greifen wir ihn an, Leute. Wenn wir den erlegen, kriegen wir direkt Punkte. Sehr gut. Oh, die Dinosaurier bluten mittlerweile sogar. Schaut mal, das war vorher auch noch nicht drin. Ist auch neu. Wir haben jetzt auf jeden Fall 200 Punkte verdient, weil wir unser Jagdziel erfüllt haben. Richtig gut. Und jetzt können wir natürlich wieder ausloggen. Und jetzt können wir mal schauen, was wir so bekommen, wenn wir hier das Ganze aufwerten. Ist das der richtige Skin, den ich ausgewählt habe? Das ist der Skin, ne? Der? Nee, das ist der richtige Skin. Okay, werten wir den mal auf. Ah, jetzt haben wir hier die zweite Stufe überall freigeschaltet. Schaut mal. Können wir jetzt nochmal machen. Und dann haben wir die dritte Stufe freigeschaltet an Farbkombination. Jetzt können wir den nämlich hier nochmal ein bisschen abändern, den Skin. Das funktioniert alles schon ziemlich gut. Ich finde das aber krass. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, macht das Spiel Fortschritte. Also das wird momentan echt gut entwickelt. Ich glaube, das wird auch mal ein richtig cooles Spiel werden. Ich freue mich da mega drauf. So, hier können wir natürlich auch noch die Unterart ändern. Wir lassen mal diese. So, und dann können wir wieder in-game gehen. Ich denke mal, das Prinzip habt ihr jetzt verstanden. Die einzige Mission, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, wie man so einen Ort findet. Das ist aber auch super simpel, denn ich habe jetzt zum Beispiel die Mission Finde Ort Deep Lake. Man muss halt einfach zu dem Ort gehen und dann kriegt man das angezeigt, dass man da ist. Dann müsste irgendwo hier vorne beginnen, der Ort. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aufgabe abgeschlossen. Deep Lake verdient 50 Coins. Also das waren die drei Quests, die es momentan so gibt im Spiel. Die drei verschiedene Questarten, also nicht drei Quests, es gibt natürlich mehr verschiedene, aber
sammeln, töten, finden. Das sind so die drei verschiedenen Arten, die es momentan gibt. Und damit kann man halt die Skins freischalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nochmal rerollt, das kann ich euch nochmal zeigen. Also wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann verliere ich oben auch Coins. Also ich habe jetzt hier nur noch 40, das ist ja meine Währung. Wenn ich nochmal aktualisiere, habe ich nur noch 30 und so weiter. Das ist, damit man nicht die ganze Zeit aktualisiert und dann wieder so lange skippt, bis ich jetzt hier zum Beispiel nochmal den Ort Deep Lake finde und wieder einfach raus und reinlaufen kann. Weil, ja, ist halt ein bisschen doof, ne? Jetzt gehe ich nämlich zum Beispiel raus. Jetzt könnte ich, jetzt wo ich 0 habe, geht das sogar. Ich könnte jetzt hier einfach schauen, ob wir es jetzt auf die Schnelle hinbekommen. Wahrscheinlich eher nicht. So, ich habe die Mission wieder. Und ja, jetzt kann ich einfach wieder zurücklaufen und dann habe ich meine 50 wieder. Also da muss ich auch noch ein bisschen was ändern. Es war schon gut, dass man immer 10 verliert. Aber die ersten 50 kann man sich so immer sehr, sehr leicht verdienen. Weil ihr seht jetzt, habe ich hier schon die nächsten 50 Coins verdient. Und ja, wir können auch mal gemeinsam schnell einen Skin kaufen. Und ich denke, ihr habt das Prinzip jetzt verstanden, oder? Also ich glaube, da brauche ich jetzt nichts mehr erklären. Das Ganze geht natürlich auch zum Beispiel für den Spinosaurus. Da gehen wir jetzt rein. Wohl, warte mal. Ich muss auf Bearbeiten gehen. Ich muss erst einen erstellen. Okay, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch noch nicht. Aber wir können ja auch während des Videos was rausfinden. So, für den Spinosaurus nehmen wir mal jetzt den hier, erstellen. So, gehen wir hier in Bearbeiten. Oh, jetzt haben wir hier gar keine Marken. Okay. Das wusste ich auch nicht. Die sind dann also nur für den Suchomimus freigeschaltet. Haben wir wieder was gemeinsam dazugelernt. Das heißt, ihr könnt nur Marken für den Dinosaurier sammeln, den ihr dann auch in dem Moment spielt, wo ihr die Quests erledigt. Aber gut zu wissen. Also ich denke mal, dieses Video hat euch das einigermaßen gut erklärt. Ich hoffe es zumindest, dass es verständlich war. Ist ja auch ein relativ simples System. Macht aber sehr viel Spaß. Finde ich echt cool, weil das ist mir zum Beispiel bei The Isle immer so ein bisschen negativ aufgefallen, dass man, wenn man zum Beispiel ausgewachsen ist, irgendwann nichts mehr zu tun hat. Und ich denke, solche Quests, die können da echt helfen, dass man sich beschäftigt und dass man nicht irgendwie nur an einem See die ganze Zeit rumliegt, sondern sich auch mal über die Map bewegt. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr cooles System. Und das Spiel sieht einfach wunderschön aus. Es spielt sich verdammt gut. Ich freue mich sehr auf Path of Titans. Ende September wird es dann ja endlich mal soweit sein. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.